unserem vierten und letzten Kolloquium in dieser Sommerrunde. Wir haben schon, und ich begrüße natürlich die Sprecherin, die Vortragende des heutigen Tages, das ist Frau Keller. Wir haben, wie das mit den Behörden so ist, da ist es schwierig, das Zoom zu verwenden. Wir hatten das ja bei unserer ersten Sitzung schon sehr improvisiert mit Herrn Lampert gelöst. Frau Keller ist uns also dann per Telefon zugeschaltet. Sie kann uns aber sehen und wir werden die Folien von hier bedienen. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen Teilnehmern dafür, dass sie uns da treu geblieben sind, auch im Sommerloch und für ihr Interesse. Und ich wollte noch mal sagen, was wir für ein Glück hatten, dass die Vortragenden, und der Dank gilt auch an Frau Keller, bereit waren, in dieser wilden Zeit, wo sie sehr viel zu tun haben, sich die Zeit zu nehmen, für uns alle vorzutragen und in einer ganz öffentlichen Veranstaltung zu sprechen und auch, dass wir die Möglichkeit haben, die Aufzeichnung dann ins Netz zu stellen. Das ist eine schöne Sache. Was haben wir heute vor? Und gleich komme ich zu Frau Keller, unserem Gast heute. Wir werden also den Vortrag von Frau Keller um das Impfgeschehen rum machen. Die Folien zeigen wir von hier aus. Frau Keller spricht übers Telefon aus Langen. Und wir wollen dann eine kurze Diskussion haben mit Ihnen allen. Und dann können die ehemaligen Vortragenden, zumindest Herrn Ruppert habe ich schon gesehen, weiß noch nicht, wer sonst noch da ist. Aber wir haben Zusagen, dass wir noch mehr Teilnehmer haben werden, sodass wir dann also eine Abschlussdiskussion machen können. To all our guests from abroad, I don't complain that the paper will be in German, for this is a seminar open to the public, and so in Germany we have to give the paper in German. But for the discussion, you could join us in English or French, however you can. If we don't understand English, would be fine then. So, jetzt werde ich mal ganz schnell meinen Bildschirm teilen und Ihnen Frau Keller zeigen. Da haben wir sie. So, ich hoffe, Sie können den sehen. Das ist Frau Keller. Liebe Frau Keller, ich begrüße Sie. Können Sie jetzt sprechen? Können Sie Ihr. Ja, hören Sie mich alle? Guten Ja, jetzt Tag, mein hören wir Name ist Sie. Brigitte Keller-Stanislawski. Ja, okay. So, liebe Frau Keller-Stanislawski, es ist uns wirklich nicht nur eine Freude, sondern auch eine Ehre, dass Sie uns heute unterstützen mit Ihrem Beitrag. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, ich muss Sie leider vorstellen. Das machen wir immer bei uns im Kolloquium. Sie kommen ursprünglich aus Duisburg, haben in Münster und Frankfurt Medizin studiert, dann sehr zielstrebig ärztliche Ausbildung, Pharmakologie, Pharmakovigilanz gemacht und sind seit, ich habe mal nachgeguckt, seit wann? Seit 1994 haben Sie sich dem Paul-Ehrlich-Institut verschrieben. Und das ist ja auch, das hat einen sehr ehrenwerten Namensgeber. Und was Sie jetzt alles machen, kann man sich gar nicht vorstellen. Sie leiten jetzt also die Abteilung für die Sicherheit von Medizinprodukten. Dazu gehören auch die Impfungen, dazu gehören biologische Arzneimittel, dazu gehören, wenn ich es richtig mache, Sie kümmern sich viel um Blut und Bluter. Und die Publikationsliste füllt, die 2020er sind noch nicht dabei. 6 Seiten, also die ist lang. Und dann haben Sie also noch ungeheure viele Funktionen in Boards. Sie sind außerordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission der deutschen, oh Gott, wie heißt es denn? Ärzteschaft. Ärzteschaft. Sie haben viele Funktionen im Rahmen von Bewertung von Impfstrategien mit der WHO zusammen. Sie haben eine wichtige Funktion bei der Europäischen Medizinagentur. Sie sind vor allem da,
für, immer wieder für Risikobewertungen zuständig. Wir beide haben eine Bekanntschaftserfahrung, die reicht 10 Jahre zurück, wo es also ging, eine Surveillance-Studie, und auch davon wird heute die Rede sein, über die Impfung von Schwangeren gegen die Schweinegrippe durchzuführen. Und das war mutig und eine tolle Zusammenarbeit, kann ich nur sagen. Und als ich Sie nachgefragt habe, ob Sie bei uns vortragen könnten, haben wir, ich glaube, ich hatte die erste Zusage von Ihnen. Deshalb haben Sie auch den Termin gekriegt, der hier ist. Und jetzt freue ich mich auf Ihren Vortrag zu Covid-19, Impfstoffentwicklung und Pläne für Überwachungsstudien nach dem Marketing. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen, indem ich Ihnen Ihre Folien präsentiere. Muss ich aber hinkriegen. Das muss ich auch. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Ich will heute etwas über die Entwicklung von Impfstoffen berichten und vor allen Dingen auch ein bisschen Einblick geben in unsere derzeitigen Pläne, was die Überwachung nach der Zulassung angeht. Ganz kurz werde ich auf die Wirksamkeit, die Überwachung der Wirksamkeit eingehen, aber vor allen Dingen werde ich auf die Überwachung der Sicherheit eingehen. Und ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass ich jetzt natürlich nur einen Ausschnitt präsentieren kann, und das ist wirklich eine Momentaufnahme, weil wir bekommen so viele neue wissenschaftliche Informationen zu Covid-19 und zu dem Virus, sodass sich alles auch ganz rasch etwas ändern kann. Ja, darf ich bitte meine zweite Folie sehen? Irgendwie will er noch nicht. Doch, jetzt geht's. Ja. Jetzt, ja? Nee. Das ist die zweite Folie, ja. Gut. Ja, ich, nee, das ist die erste Folie und die zweite ist eigentlich der Stammbaum. Ja, der, also ich wollte Ihnen nochmal, ja, jetzt haben Sie hoffentlich den Stammbaum von humanen Coronaviren. Ja. Und wir haben es hier mit der Subfamilie der Orthocorona-Viren zu tun. Und wir unterscheiden die Alpha-Corona- und die Beta-Corona-Viren. Und einige dieser Coronaviren sind schon längere Zeit bekannt. Die infizieren insbesondere den oberen Respirationstrakt und machen ganz banale Erkältungen. Also wenn wir zum Beispiel schauen, hier das Alpha-Coronavirus NL63, das ist 2004 in den Niederlanden bei einem kleinen Kind entdeckt worden, aber man hat 4 Genotypen gefunden und man kann sagen, dass dieses Virus wahrscheinlich schon seit mehreren hundert Jahren in der menschlichen Population Erkältungskrankheiten macht. Denn der jüngste gemeinsame Vorfahre aller Genotypen, aller dieser 4 Genotypen mit dem humanen Coronavirus 229E, der wird auf das 11. Jahrhundert datiert. Also Sie können sich, das ist schon eine lange Zeit. Und dann sehen wir hier auch noch andere Coronaviren, Hongkong U1 und dann OC43, Beta-Coronaviren, die auch schon seit Jahren in der Population sind. Das OC43 wurde 1965 entdeckt. Und was auffallend ist, ist, dass wir jetzt ja dann seit einiger Zeit dann auch Coronaviren haben, die nicht nur den oberen Respirationstrakt, sondern auch den unteren Respirationstrakt infizieren und noch viele weitere Organschäden auch machen. Und das ist also das SARS-Coronavirus. Und dann kam kurze Zeit später MERS und jetzt haben wir SARS-CoV-2. Und diese 3 Viren, die ich gerade aufgezählt habe, die sind sozusagen neu im 21. Jahrhundert, obwohl dieses noch so jung ist. Also das ist vielleicht auch kein so ganz gutes Zeichen. Das nächste Bild bitte. Ja, im Rahmen der Pandemie werden jetzt viele Impfstoffe entwickelt und das ist natürlich eine Momentaufnahme.
Es gibt ganz viele Impfstoffplattformen und mehr als 160 verschiedene Impfstoffkandidaten weltweit sind bekannt. Die meisten sind natürlich noch nicht in der klinischen Entwicklung, sondern in der präklinischen Entwicklung. Und Sie finden ganz links dieses SARS-CoV-2-Virus mit diesen Spikes, die ja jetzt jeder kennt. Und Sie sehen dann auch die Proteine, gegen die man gegebenenfalls auch Antikörper machen kann mithilfe von Impfstoffen. Also da ist natürlich das Envelope-Protein, Matrix-Proteine, Nukleoprotein, aber vor allen Dingen die meisten Impfstoffkandidaten, die fokussieren auf das Spike-Protein und Sie sehen auch die 3D, so eine 3D-versuchte Ansicht dieses Spike-Proteins, das so wie so ein Zacken einer Krone aussieht. Und ganz wichtig ist hier die Rezeptorbindungsdomäne. Und Sie sehen auch, dass es ganz verschiedene Impfstoffplattformen gibt, die derzeit entwickelt und getestet werden in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung. RNA-Impfstoffe, DNA-Impfstoffe, rekombinante Proteinimpfstoffe, auch solche, wo es schon Vorläuferimpfstoffe gibt, zumindest was die Plattform angeht, also im Bereich von Influenza-Impfstoffen. Vektorimpfstoffen, dann haben wir lebend attenuierte Impfstoffe, inaktivierte Impfstoffe. Also ein breites Spektrum von Impfstoffkandidaten und von Plattformen, die hier getestet werden. Und Sie sehen dann ganz rechts auf dem Bild eigentlich dieser Entwicklungsstrang eines Impfstoffes, nämlich die Herstellung, die klinischen Studien, die Zulassung. Dann muss man das natürlich auch nicht nur für klinische Studien herstellen, sondern die Produktion natürlich sehr erweitern und das ist, ich bin jetzt also kein Qualitätsmensch, aber das ist auch nicht trivial und das dauert normalerweise bei allen Arzneimitteln und auch bei Impfstoffen mehrere Jahre. Dank aber der Entwicklung in der Medizin und auch der Vorarbeiten in diesem Bereich hoffen wir doch, dass die Entwicklung dieser Impfstoffe bis zur Zulassung doch schneller geht. Nächstes Bild bitte. Ja, ich wollte noch mal was zu dem Spike-Protein sagen, oder die dann ein Teil des Spike-Proteins ist die also die Rezeptorbindungsdomäne als Antigen darauf fokussieren jetzt doch einige Impfstoffkandidaten und diese Rezeptorbindungsdomäne des Spike-Proteins, also ist ein Glykoprotein. Und mit dieser Rezeptorbindungsdomäne bindet das Virus an den Rezeptor der Wirtszelle. Und dieser Rezeptor ist der ACE2, wo das Virus dann andockt. Und mit dieser Kopplung wird dann die Konformation des Virus geändert und das Virus kann sich dann in die menschliche Zellmembran einbauen. Also so stellt man sich die Infektion vor und genau da greifen jetzt ganz viele Impfstoffkandidaten an, nämlich an dieser sensiblen Stelle des Andockens an ACE2 bei den menschlichen Zellen. Was ich noch sagen wollte, ist, es gibt also tatsächlich auch für MERS schon Studien von Impfstoffkandidaten, die Schutz im Tiermodell gezeigt haben. Nächstes Slide bitte. Ja, das ist nochmal jetzt hier dargestellt. Wahrscheinlich ist es schon gar nicht mehr aktuell. Das habe ich aus Publikationen und wahrscheinlich gibt es jetzt noch eine ganz andere Verteilung. Sie sehen hier so ein bisschen die Verteilung der Virusimpfstoffe, virale Vektor. Dann gibt es replizierende, nicht replizierende DNA, RNA, Protein, Subunit, Virus-like Particles. Inaktiviert, attenuiert und Sie können hier sehen, wie viele Studien, also wie viel von diesen Impfstoffen derzeit etwa untersucht werden und im rechten Teil sehen Sie dann eine Übersicht, welche Impfstoffe jetzt in klinischen Prüfungen und in welcher Phase der klinischen Prüfung sind. Also Sie sehen hier auch einen Impfstoff, ich
komme dann noch zu, der jetzt in der Phase 2, 3 der klinischen Prüfung ist oder damit begonnen hat. Die Mehrzahl sehen Sie, sind in Phase 1, also First in Men, oder in Phase 1, 2, also wirklich First in Men. Das nächste bitte, das nächste Dia. Ja, das ist dann auch schon der erste Impfstoff, auf den ich ganz kurz eingehen will. Und das ist publiziert in Lancet und das ist der Oxford-Impfstoff, also der von AstraZeneca hergestellt werden soll. Das ist ein replikationsdefizientes adenoviraler Vektor vom Schimpansen und als Antigen ist die dann auch das Spike-Glykoprotein vorhanden. Hier gibt es schon sehr gute Daten auch im Tier, also präklinisch im Rhesusaffen, die auch Schutz gezeigt haben im Challenge-Versuch auch bei einer hohen Dosis. Wie gesagt, die ersten Resultate der Phase 1, 2, die sind jüngst in Lancet publiziert worden, die Phase 3 startet und wenn Sie mal auf das rechte Bild sehen, das ist ganz klein, da sind dann oben A und B in dem Bild, also Prime und Boost ist dann nach 4 Wochen, also eine Booster-Immunisierung gegeben worden. Und dann sehen Sie die neutralisierenden Antikörper in dem oberen Bild, in dem Marburg-Essay. Und dann sehen Sie auch, die Antikörper dann ansteigen nach der ersten Impfung. Und das sehen Sie im Vergleich zu den Patienten, die PCR-bestätigt Covid-19-Erkrankungen durchgemacht haben. Es sind zwar weniger, aber Sie sehen, dass die Antikörper, die neutralisierenden Antikörper hier etwa in dem Bereich sind von dem, was eben Rekonvaleszente an neutralisierenden Antikörpern gezeigt haben. Ja, ganz gespannt sind wir dann natürlich, wie geht es weiter in der Phase 3? Und ich kann Ihnen sagen, es sind umfangreiche Studien, die geplant sind, eigentlich für alle Impfstoffe, die derzeit schon in der klinischen Prüfung sind. Das sind also dann doch mehrere 10.000 Personen, die dann in die Phase 3, die Wirksamkeitsprüfung, eingeschlossen werden sollen. An das nächste bitte. Ja, dann möchte ich noch ganz BioNTech, also eine Firma hier aus Deutschland in Mainz. Und diese Firma hat also einen RNA-Impfstoff entwickelt, der in Nanopartikel, lipidhaltige Nanopartikel eingepackt wird. Und es werden verschiedene RNA-Impfstoffe jetzt untersucht. Hier sehen Sie die Ergebnisse, die ersten vorläufigen Ergebnisse der Studie aus Deutschland. Die Ergebnisse der Studie, die parallel in den USA durchgeführt worden ist, sind schon bereits publiziert. Ja, es sieht sehr, ich kann Ihnen sagen, ich will da nicht auf alles eingehen, es sieht durchaus vielversprechend aus und was auch vor allen Dingen vielversprechend ist, ist, dass wir hier doch eine deutliche TH1-Immunantwort sehen. Ich komme darauf noch zurück. Ja, was wird hier getestet? Mehrere RNA-Impfstoffe, modifizierte mRNA, selbstamplifizierende RNA, dann verschiedene Versionen des Spike-Proteins und natürlich in jeder der Phase 1, 2 Studien auch verschiedene Dosierungen. Also umfangreiches Testprogramm und natürlich wird sich auch hier eine Phase 3-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit dann auch hoffentlich anschließen. Nächstes bitte. Ja, also hier sind dann noch andere Impfstoffentwicklungen und Sie sehen hier, wir haben noch eine zweite, derzeit läuft in Deutschland noch eine zweite Studie eines Impfstoffes, nämlich den von CureVac, den wir genehmigt haben. Und wir haben dann natürlich noch, Sie sehen hier einen mRNA-Impfstoff, das ist eine New England Journal-Publikation, die ersten Ergebnisse einer Studie aus USA, eines RNA-Impfstoffes der Firma Moderna. Dann haben wir die Ankündigung, dass Johnson & Johnson eine Phase-1-Studie machen wird mit ihrem adenoviralen Vektorimpfstoff, der sehr auf der Plattform eines Ebola-Impfstoffes basiert, der bereits
eine positive Opinion des CAMP hat. Und ich glaube, er ist auch kürzlich zugelassen worden. Und man muss sagen, ich muss sagen, dass auch für den Ebola-Impfstoff, da sind also mit diesem Vektor sind also so circa 50.000 Menschen bereits geimpft worden. Also hier gibt es durchaus schon auch Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit zumindest einzelner dieser Vektoren. Ja, und dann eine auch im Lancet veröffentlichte Studie aus China, die auch sehr vielversprechende Daten zeigt. Natürlich, die Daten sind vielversprechend. Jetzt muss man zeigen, auch in großen, umfangreichen Phase-3-Studien, dass die Wirksamkeit und die Sicherheit dann auch gezeigt wird, sodass man dann... In dieser Videokonferenz. Diese ja, das ist bis morgen. Ja, okay, tschüss. Ich mache mal weiter. Ja, also dann das nächste Slide. Kann ich nicht. Können Sie das nächste? Ja, ich wollte noch mal so ein bisschen auf den Lebenszyklus und die Entwicklung von neuartigen neuartigen Arzneimitteln und auch Impfstoffen zurückkommen. Und das ist natürlich, dass man einen Impfstoffkandidaten entdeckt. Da geben wir im PAI eigentlich schon auch, machen wir Scientific Advice sehr früh schon. Dann kommen präklinische Studien. Die Herstellung muss genau beschrieben werden und optimiert werden. Und dann kommen natürlich die klinischen Prüfungen der Phase 1 bis 3. Natürlich gibt es auch den Scientific Advice bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Also die Sponsoren können sich national Scientific Advice holen, sie können sich auf EU-Ebene Scientific Advice holen. Und dann kommt natürlich die Zulassung und nach der Zulassung möglicherweise Phase 4, interventionelle klinische Studien, aber dann vor allen Dingen auch die Aspekte der Sicherheit in der Pharmakovigilanz und das wird niedergeschrieben im sogenannten Risikomanagementplan, der Teil der Zulassung ist und ich will nicht zu viel darüber reden, aber der Risikomanagementplan, da wird eigentlich festgelegt, was man zu einem Impfstoff weiß und was man nicht weiß und alles das, was man zum Zeitpunkt der Zulassung nicht weiß, das muss man tatsächlich strukturiert nach der Zulassung untersuchen. Das muss der Zulassungsinhaber dann abarbeiten. Und das gilt für Wirksamkeit, für Sicherheit, für alle Aspekte. Zusätzlich haben wir in Deutschland für Impfstoffe noch die Chargenprüfung, und zwar eine experimentelle Chargenprüfung. Und jede einzelne Herstellungscharge wird also experimentell geprüft und vom Paul-Ehrlich-Institut freigegeben. Ja, dann wollte ich noch sagen, wir sind auch im Paul-Ehrlich-Institut zuständig für die Genehmigung klinischer Prüfungen und die Koordination wird auch in meiner Abteilung gemacht. Und zusätzlich gibt es Inspektionen sowohl der klinischen Prüfung, das kann das PAI auch in bestimmten Phasen der klinischen Prüfung, aber vornehmlich die Länder und dann die Bundesländer und dann gibt es natürlich auch Inspektionen nach der Zulassung. Also das ist so dieser Lebenszyklus und wie gesagt, es dauert gewöhnlich doch ein paar Jahre, ist sehr umfangreich, aber wegen der Vorarbeiten im Bereich dieser neuartigen Impfstoffe hoffen wir, das etwas verkürzen zu können oder sehr dramatisch verkürzen zu können. Das nächste Dia bitte. Ja. Also, Entschuldigung, ich muss den immer wieder aktivieren. Der Schalter ließ sich nicht blättern. Ja, ich warte aber so auch schnell. Geduldig. Ja. Ja, das ist es. Kein Problem. Dankeschön, Herr Meister. Also, Sie werden sicherlich schon gehört haben, dass diskutiert wird über sogenannte Enhanced Disease, also eine Verstärkung der Erkrankung. Potenziell durch Covid-19-Impfstoffe. Das ist eine pure Hypothese. Ich gehe darauf noch ein bisschen ein. Und das hier ist ein sehr schöner Übersichtsbericht von CEPI. Und CEPI ist eine Koalition für, das heißt Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Und das BC ist die Brighton Collaboration, die sich sehr mit
Fall-Fall-Definitionen beschäftigt und aktiv ist in der Pharmakovigilanz. Und das ist ein sehr schöner Bericht, was man weiß zu diesem theoretischen Risiko der Disease Enhancement. Ich gehe da ganz kurz drauf ein. Ich muss nochmal betonen, das ist komplett theoretisch und aber gleichwohl wird das untersucht und auch in den klinischen Prüfungen vor der Zulassung bereits untersucht. Ich zeige Ihnen das dann auch gleich. Und natürlich werden wir darauf Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut gemeinsam fokussieren in Studien auch nach der Zulassung. Und es gibt nicht sehr, also ich werde da noch drauf eingehen. Nächstes Slide bitte. Also nächstes, ja, Herr Meister, bitte. Will wieder nicht. Ist das denn? Ja, gut. Ja, wie kommt man darauf? Also das ist einfach deswegen, weil man sieht, dass wir so eine zweiphasige Erkrankung haben. Das ist eben, das sieht man hier in dem einen Abbildung, dass es eben die, die bindenden Antikörper bei den nicht schweren infizierten Personen mit dem Wildvirus, die sind halt sehr viel niedriger als die von denen mit den schweren. Und dann fragt man sich natürlich, was passiert über die Zeit mit diesen Antikörpern. Und wir wissen, oder es gibt Hinweise, dass das auch abnimmt. Wobei die Antikörper bei der Immunität natürlich nicht alles sind. Also wir müssen da auch noch auf die T-Zellen gucken. Aber das ist so ein Hinweis, könnte es sein, wenn man dann sehr viel später infiziert wird, was passiert dann? Und könnte es dann sein, dass wir dann vielleicht ja, wie in dem unteren Bild formuliert, also rechts in dem Bildchen formuliert mit all diesen Zellen, dann vielleicht sogar Enhanced Disease bekommen können. Dann haben wir gesehen, das ist also diese, es wird ja immer noch diskutiert, was ist das mit diesen sehr schweren Verläufen, und wir sehen dann hier doch eine sehr starke Inflammation. Wir sehen Zytokin-Release und sogar einen Zytokin-Sturm. Wir sehen aktivierte Monozyten und Makrophagen und T-Zellen. Und es gibt Autoren, und das habe ich hier versucht darzustellen, die auch vermuten, dass es vielleicht so ein Antibody-Dependent Enhancement gibt. Dass also die Antikörper nicht neutralisierend sind, aber binden und dann, ich zeige das gleich nochmal, verstärkt das Virus in die Zielzelle bringen und dann die Erkrankung verschlimmern. Was aber diskutiert wird, sind also Beobachtungen, die eben auf SARS und MERS und einem Katzen-Coronavirus zurückgehen, dass man nämlich in präklinischen Studien im Tier, und das sind vor allen Dingen Mäuschen gewesen, aber auch Frettchen, dass man hier mit ganz anderen Corona-Impfstoffkandidaten die Tiere wurden damit geimpft und dann hat man sie gechallenged mit dem Wildvirus und da hat man eine TH2-Antwort gesehen, also mit TH2-spezifischen Zytokinen und teilweise mit Eosinophilie in den Organen. Und das macht Angst, dass es dann zu einer stärkeren Erkrankung bei vielleicht Geimpften führen kann. Jetzt muss man aber sagen, diese anderen, also erstmal ist fraglich, ob man diese Tierversuche an der Maus und an vielleicht anderen Nagern tatsächlich auf den Menschen übertragen kann. Und dann waren das also tatsächlich auch andere Impfkandidaten, nämlich überwiegend Ganzvirus-Impfstoffe, die inaktiviert waren und Aluminium adjuvantiert. Man hat, oder das nächste Bild, dann gehe ich da noch ein bisschen weiter drauf ein, das nächste bitte. Ja, das ist eine schöne Übersicht, die publiziert wurde in Science, dieses Enhanced Disease, was ist es? Und da sehen Sie Mechanismus und da ist es, also was über die Antikörper kommt, Antibody Dependent Enhancement, und das ist, wenn Sie also nicht bindende nicht neutralisierende Antikörper haben, die aber an das Virus binden, dann kann es sein, dass der freie Teil dieses Antikörpers, der FC-Teil, an den FC-Rezeptor von Zellen bindet. Und das kann dazu führen, dass dann dieser Virus-Antikörperkomplex in die Zelle, an die es bindet, besser hineingeschleust wird und die Erkrankung so verstärkt wird. Das sehen wir vor allen Dingen bei Flaviviren und Dengue-Virus ist bekannt. Also wenn man einmal infiziert ist, dass man Antikörper bildet, wenn man sich dann zum zweiten Mal infiziert wird, dann eben
kann es diesen Effekt geben. Das ist eher unwahrscheinlich für die Situation von Corona. Dann gibt es aber noch diese Vaccine-Associated Enhanced Respiratory Disease. Und das hat man tatsächlich gesehen bei Kindern, die einen RSV-Impfstoffkandidaten in den 60er Jahren bekommen haben. Die Kinder hatten also dann verstärkt Erkrankungen gebildet, einige Jahre nach Impfung. Und es sind auch Kinder gestorben, nämlich zwei von den Geimpften. Und was man hier gesehen hat, ist, dass die Antikörper nicht neutralisierend waren und dass sich hier Immunkomplexe gebildet haben und Komplementablagerung und Aktivierung. Und dann wurde eben auch inflammatorische Zytokine inaktiviert. Was man auch gesehen hat bei diesen Kindern, ist, dass sie eine mehr TH2-basierte Immunantwort gemacht haben. Also es ist eine allergische, mehr eine in die allergische Richtung gehend. Und das hat man gesehen anhand der Eosinophilen, die man festgestellt hat, und anhand auch des Zytokinprofils. Wie kann man das Ganze verhindern? Also dass man eben nicht so ein Enhanced Disease bekommt, das ist erstmal, dass man darauf achtet, dass man genügend viel und qualitativ hochwertige neutralisierende Antikörper hat. Und dann sollte man gucken, dass man eine TH1-basierte Immunantwort hat und dass die CD4, CD8-Zellzahl in einem guten Verhältnis ist. Und das kann man feststellen. Tatsächlich kann man das untersuchen anhand von bestimmten Zytokinen. Das nächste bitte. Ich gehe noch mal ein bisschen auf FC ein, weil es wurde auch von einigen Autoren vermutet, dass dieses Antibody-Dependent Enhancement wie bei Dengue vielleicht auch bei Corona passieren kann, dass das die schwerwiegenden Fälle erklärt. Und das sehen Sie nochmal hier. Also Sie sehen dieses Virus mit den Spikes und die Antikörper, die binden, aber die das nicht neutralisieren. Und dann der hintere Teil von dem Antikörper, der bindet dann an den Zellrezeptor, der FCR-Rezeptor vom Monozyt oder Makrophagen und schleust es dann in die Targetzelle. Jetzt wissen wir bei Corona gar nicht so sehr den Tropismus und wir wissen gar nicht, ob die Targetzellen überhaupt einen FC-Gamma-Rezeptor überhaupt haben. Also das ist für Corona mehr als hypothetisch. Das nächste Dia bitte. Ja, also das nochmal ganz kurz zusammengefasst in den klinischen Studien. Worauf achten wir natürlich? Jetzt schon ab der Phase 1. Das ist also eine ganz robuste Immunantwort gibt mit neutralisierenden Antikörpern, die eine hohe Affinität zu der Bindungsstelle des ACE2 haben. Wir wollen auf jeden Fall eine DA2-Immunantwort ausschließen, indem wir eben darauf gucken, wie ist das Zytokinprofil und ist das TH1 entsprechend. Wir wollen einen balancierten CD4, CD8 T-Zell-Antwort haben, denn Antikörper sind nicht alles. Und die T-Zell-Antwort ist sicherlich auch bedeutsam bei SARS-CoV-2. Und sofern wir Subunit-Impfstoffe haben, müssen wir natürlich auch über immunogene Adjuvantien nachdenken, die eben die Immunantwort auch ein bisschen in eine TH1-Antwort drängen. So, das ist eigentlich so jetzt mal ganz plakativ dargestellt, worauf wir dann tatsächlich gucken in jeder Phase der klinischen Prüfung und worauf wir auch nach der Zulassung weiterhin gucken werden, weil wir da natürlich auch noch in Subgruppen vielleicht auch noch zusätzliche Daten bekommen können. Das nächste Dia bitte. Ja, also die Brighton Collaboration macht eine Falldefinition, liest man, wir haben auch eine Falldefinition, wir diskutieren eine Falldefinition und das erste ist natürlich, ja, weil wir das nach der Zulassung, wenn die potenziellen Impfstoffe vielleicht breit vermarktet werden, tatsächlich auch untersuchen wollen in Deutschland, also nicht nur vor der Zulassung, sondern auch nachher. Und
Und es ist immer gut, wenn man weiß, wovon spricht man eigentlich, was will man eigentlich, was ist eigentlich Enhanced Disease oder was sind Zeichen dafür. Und Sie sehen das hier, das ist jetzt erstmal so eine Arbeitshypothese bei uns, also dass wir eben SARS-Corona-2, also Covid-19, Entschuldigung, das ist ein Tippfehler, dass es eben klinisch festgestellt wurde, also in der PCR, und dass wir eben dann sehen in Post-Marketing-Studien oder in Studien auch vor der Zulassung eine erhöhte Frequenz, aber auch eine erhöhte höherer Schweregrad der Erkrankung in Geimpften im Vergleich zur Kontrolle. Und dann natürlich wollen wir untersuchen im Labor die neutralisierenden Antikörper versus den nicht neutralisierenden Antikörper der Immunantwort. Also wir wollen die Immunantwort dann auch der Fälle und der Kontrollen oder der einzelnen geimpften Personen dann auch charakterisieren. Wir wollen natürlich, was ich schon gesagt habe, wir wollen gucken, TH1 oder TH2. Und ja, es wird immer gesagt, eine unbalancierte CD4, CD8, T-Zellantwort ist auch möglicherweise ein Zeichen für Enhanced Disease. Es ist sehr schwierig, wenn man sich mit den Papern beschäftigt hinsichtlich der T-Zellantwort. Was heißt unbalanciert? Ja, aber Sie sehen hier, wir brauchen also, wenn wir diese Falldefinition anwenden, also erstmal einen klinischen Score für die Schwere der Covid-19-Erkrankung und wir müssen Laboruntersuchungen machen und das können wir im Paul-Ehrlich-Institut, da haben wir die Kapazitäten aufgebaut. Das nächste bitte. Ja, Sie sehen hier nochmal, wie kann man das bewerten? Also es ist ein bisschen nach unten gerutscht und dann gibt es Scores, die diskutiert werden in der Literatur, also ein New Score System für den Schweregrad der Covid-19-Erkrankung. Und dann gibt es natürlich den insgesamt den Sepsis-Score, Sepsis-Related Organ Failure Assessment Score, der ja bei Sepsis-Patienten durchaus üblich ist. Und natürlich muss man diese Scores dann auch verwenden, wenn es dann zum Beispiel Post-Marketing um entsprechende Studien geht. Und dann werden wir natürlich gucken, was machen wir mit der Immunantwort und die muss man dann in den einzelnen Impflingen, die schwer an trotz Impfung an Corona erkrankt sind, untersuchen. Und Sie sehen hier also die neutralisierenden Antikörper, die Antikörperaffinität, FC-Bindungsassays werden hier benutzt und die T-Zellantwort. Ja, und natürlich es ist so, dass Personen, die schwer an Covid-19 erkranken, haben inflammatorische Marker, die D-Dimere, CRP, Ferritin, LDH und so weiter. Das müssen wir auch sehen. Und wenn wir eine Histopathologie haben, dann ist ein Zeichen für TH2-Response die Eosinophilen. Was Sie hier sehen, das ist noch, was Sie hier sehen, das ist eigentlich das, was man auch bei Personen findet, die schwer an Covid-19 erkranken, ohne Impfung. Und es ist so, kein Impfstoff ist natürlich hundertprozentig wirksam. Und die Kunst ist dann, wie unterscheidet man denn bei einem einzelnen Patienten, dass es ein Impfversager ist, ja, wie wir das bei allen Impfstoffen kennen, oder ob es denn wirklich eine verstärkte Erkrankung ist im Sinne dieser Enhanced Disease Definition. Und wir denken, dass man das eigentlich nur im Rahmen epidemiologischer Studien oder klinischer Prüfungen machen kann, eben im Vergleich zu einer Kontrolle. Aber das ist in der Diskussion, das sind einfach nur meine Gedanken. Bitte nehmen Sie das auch nicht als Konsens des Paul-Ehrlich-Instituts, sondern es sind meine Gedanken dazu. Das werden wir sicherlich diskutieren. Und wir hoffen, dass wir da ein Stück weiterkommen. Nächstes Dia, bitte. Ach, können Sie noch mal drücken? Ja, ich kann. Weil jetzt kommt noch der schöne Berg, der Eisberg. Weil es ist klar, dass bei neuartigen Impfstoffen, aber auch bei jedem anderen neuartigen Arzneimittel, dass ganz viele Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit eigentlich erst dann kommen, wenn sie zugelassen sind. Und ich zeige Ihnen an einem Beispiel,
in dem nächsten Dia, wieso das so ist. Ja, also es ist so, wir haben ja sehr hohe Ansprüche hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit an Impfstoffe insgesamt. Das liegt natürlich daran, also die Messlatte ist extrem hoch. Das liegt daran, weil wir ja auch überwiegend gesunde Personen impfen oder Kinder sogar, gesunde Kinder, also eine ganz sensible Gruppe und weil es eine prophylaktische Maßnahme ist. Also deshalb sind die Anforderungen hoch und wir haben sehr große Studien mit Impfstoffen in der Impfstoffzulassung. Aber ich will Ihnen jetzt mal zeigen, wieso man eigentlich nicht alles und auch sehr seltene Risiken nicht unbedingt immer untersuchen kann. Und das ist die, hier sehen Sie also das relative Risiko, das also detektiert werden soll beim 1:1-Verhältnis zwischen unexponierten und exponierten, also Geimpften. Und dann sehen Sie hier die Hintergrundrate einer Erkrankung und Sie sehen dann also dann die Fallzahlen auch, die man benötigt in einer solchen Studie, um dann ein 2-fach, 5-fach, 10-fach, 20-fach erhöhtes Risiko zu untersuchen. Und ich sage jetzt mal, das Guillain-Barré-Syndrom, das hat so eine Hintergrundinzidenz so grob 1:100.000 im Jahr. Und das sehen Sie dann, na, welche Personenzahlen man haben müsste, um hier dann gegebenenfalls ein geringfügig erhöhtes Risiko, aber auch selbst 5-fach, ja, das ist enorm, das kann man gar nicht darstellen. Das heißt, oder Narkolepsie, wie wir das dann gesehen haben in Assoziation mit einem H1N1-Impfstoff in der 2009-2010er Pandemie, das ist auch eine ganz, ganz seltene Erkrankung, also und das ist einfach nicht detektierbar in einer verhältnismäßigen Zeit vor der Zulassung im Rahmen von randomisierten klinischen Prüfungen, weil die Fallzahlen einfach so groß sind. Das nächste Dia, bitte. Ja, das ist schon einer der Challenges, dass wir natürlich seltene, aber auch schwerwiegende Risiken nur schwer vor der Zulassung untersuchen, detektieren können. Aber wir haben hier natürlich jetzt bei Corona, ich hatte das ja eingangs erwähnt, wir haben ganz neuartige Impfstoffplattformen. Wir haben noch keinen einzigen RNA-Impfstoff zugelassen. Wir haben es mit einer Anzahl von jetzt hypothetischen Risiken zu tun, die derzeit noch nicht gelöst sind. Ich bin auf das Antibody-Dependent Enhancement und das die Enhanced Respiratory Disease eingegangen. Das drücken Sie vielleicht noch einmal, Herr Meister. Ja, dann ist, wie ich das gezeigt habe, es ganz seltene Risiken und eine geringe Risikoerhöhung, die können wir nur schwer in klinischen Studien vor der Zulassung untersuchen. Und natürlich Langzeitrisiken, also die sehr viel später kommen, oder auch Risiken in vulnerablen Populationen, Interaktionen mit anderen Arzneimitteln, das kann man sehr schwer vor der Zulassung adressieren. Also man wird auch wahrscheinlich wenig schwangere Frauen vor der Zulassung in Studien einschließen und auch hier wird die Datenlage natürlich begrenzt sein. Und wenn wir aber gut, schwangere Frauen, wir haben derzeit keine Erkenntnis, dass das Erkrankungsrisiko oder die Schwere der Erkrankung für Covid-19 hier bei schwangeren Frauen höher ist. Aber natürlich, wenn wir jetzt bestimmte Risikogruppen oder auch bestimmte Berufsgruppen, medizinisches Personal und so weiter impfen, dann können wir natürlich nicht Schwangere einfach außen vor lassen und ihnen eine Impfung vorenthalten, weil sie schwanger sind. Also wir haben vulnerable Gruppen, die werden sicherlich nicht vor der Zulassung ausreichend untersucht. Und das müssen wir dann uns überlegen, was machen wir nach der Zulassung. Dann haben wir natürlich methodische Probleme. Und das heißt, dass etablierte Studiendesigns sind vielleicht gar nicht so sehr geeignet, weil sie nämlich einen Bias bringen können. Es könnte sein, es ist ja höchstwahrscheinlich, dass nicht, wenn es tatsächlich Impfstoffe geben sollte, dass wir nicht auf einmal in der gesamten Welt alle Personen impfen können, sondern dass wir tatsächlich Impfstoffmengen, ja, portionsweise bekommen, graduell bekommen und dass wir uns deshalb Gedanken machen müssen über Priorisierung von bestimmten Risikogruppen. Dann habe ich aber natürlich eine Kontrolle, ja, mit
ja, habe ich möglicherweise eine inadäquate Kontrolle und habe hier dann vielleicht auch einen Bias, den ich hier reinbringe. Und dann ist es natürlich so, es ist sehr schwierig, der Bevölkerung zu sagen, 4 Jahre nach Beginn der Impfkampagne, wir haben jetzt die Daten zu der Effektivität dieser Impfstoffe, sondern wir müssen das schnell machen. Und da müssen wir über Studiendesigns nachdenken. Vielleicht müssen wir auf Kontrollgruppen verzichten, das hatte ich schon ausgeführt. Und wir müssen vor allen Dingen schnell erste Antworten bekommen. Das ist wirklich challenging und auch im deutschen System auch nicht ganz leicht. Nächstes Dia bitte. Das klicken Sie vielleicht auch nochmal durch. Ja, also welche sind die für uns jetzt erstmal wichtige Aspekte der Sicherheitssurveillance? Das ist, dass wir Sicherheits-, aber auch Wirksamkeitsdaten in den verschiedenen Zielgruppen bekommen. Und ich habe einige dieser Zielgruppen ja auch dann hier aufgelistet. Es wird so sein, dass wir werden sehen, wie Impfempfehlungen sein werden. Aber wir müssen natürlich in den Zielgruppen dann auch Daten haben, generieren. Ja, und wir sollten natürlich Daten haben, die uns erlauben, also die Inzidenzen, den Schweregrad und den Verlauf und Ausgang von unerwünschten Ereignissen zu untersuchen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir Kausalität untersuchen. Ich gehe da gleich nochmal ein. Und wir werden wahrscheinlich möglicherweise auch mehrere Impfstoffe haben. Und wir müssen natürlich dann gucken, dass wir auch dass wir impfstoffspezifische Untersuchungen machen. Ja, ich hatte schon gesagt, wir können nicht Jahre warten, bis wir Daten haben, sondern wir müssen relativ rasch sein und bezüglich der Safety müssen wir eigentlich ein Real-Time-Review machen und auch konstant kommunizieren. In der letzten 2009er Pandemie hat das Paul-Ehrlich-Institut das tatsächlich wöchentlich gemacht und ich denke, dass wir hier auch sehr, viel kommunizieren müssen. Was ganz wichtig ist, damit man auch Daten miteinander vergleichen kann, ist, dass man also konsistente Falldefinitionen hat. Also wenn jemand von Fieber redet und der eine redet von Fieber bei 38 Grad und der andere bei 39,5 Grad, dann ist das wirklich schwierig. Man muss auch wissen, was definiert denn eine anaphylaktische Reaktion. Und die Brighton Collaboration, das ist also eine Gruppe von Akademikern, Akademia, die sich zusammengeschlossen haben, um wirklich Falldefinitionen zu machen. Und das ist vorbildlich und die werden wir, soweit es geht, nutzen. Das haben wir auch schon 2009, 2010 in der H1N1-Pandemie gemacht. Das nächste. Okay. Ach so, ja, das BC, die Brighton Collaboration macht auch eine Definition für Enhanced Disease. Gut, ja, was machen wir? Routine-Pharmakovigilanz, Post-Marketing für hinsichtlich potenzieller Covid-19-Impfstoffe. Wir werden uns natürlich angucken, Falldefinitionen brauchen wir. Ich habe schon eine vorgestellt für Enhanced Disease, die wird sicherlich noch modifiziert. Wir brauchen Algorithmen, die wir auswerten. Es ist so, dass wir natürlich aus den Studien vor der Zulassung auch sicherlich Sicherheitssignale haben, die wir dann noch weiter nach der Zulassung untersuchen werden, um überhaupt spontan Berichte, also das Melden von Verdachtsfällen, von Nebenwirkungen durch Impflinge, Angehörige, durch Gesundheitsberufler, um das überhaupt in den Kontext bringen zu können, müssen wir wissen, die Hintergrundrate. Also ich sag mal, wenn wir jetzt ältere Menschen impfen, dann ist es sicherlich so, dass auch bei älteren Menschen andere Erkrankungen vorkommen, also Myokardinfarkt und so weiter. Und wir müssen natürlich gucken, ist das zufällig koinzident oder haben wir hier doch eine Assoziation mit der Impfung? Und dazu ist ganz wichtig eine Voraussetzung, dass wir Hintergrundraten haben. Von unerwünschten Ereignissen, die also
für uns speziell interessant sind. Und was wir im Paul-Ehrlich-Institut machen, ist, wir kriegen ja Nebenwirkungsmeldungen gemeldet aus vielen Quellen, von der Industrie, von Ärzten, Apothekern, aber auch von den Patienten selber. Und wir machen hier Disproportionalitätsanalysen in unserer Datenbank. Also das zeige ich Ihnen gleich. Und wir müssen natürlich immer auch sofort kalkulieren, wie viele Fälle sind uns gemeldet worden und was würden wir eigentlich rein zufällig in dieser exponierten, also geimpften Gruppe rein zufällig erwarten. Und das ist diese Observed versus Expected Analyse. Nächstes Bild bitte. Ja, das ist nochmal die Falldefinition. Was ist mit ein AEFI? Das ist ein Begriff der Weltgesundheitsorganisation, Adverse Event Following Immunization. Das ist eigentlich jedes unerwünschte Ereignis, das nach einer Impfung folgt. Und dann gibt es noch die Adverse Events of Special Interest, AESI. Und das sind eben solche, die schon intensiver gemonitort und untersucht werden müssen, die also in der klinischen Studie auch Post-Marketing aufgetreten sind, wo man sagt, ja, da müssen wir jetzt aber wirklich untersuchen. Nächstes Bild bitte. Ja, ich stelle Ihnen das nochmal vor, das ist mir nämlich sehr wichtig. Die Definition von der WHO hinsichtlich den unerwünschten Ereignissen, die nach Impfung auftreten können. Weil ich werde immer wieder gefragt, ja, wie viele Meldungen haben Sie denn bekommen? Und dann denken die Leute, eine Meldung bedeutet auch, dass ein unerwünschtes Ereignis kausal ist. Und die WHO unterscheidet hier eigentlich sehr schön solche Ereignisse, die tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen sind, solche Ereignisse, die durch einen Qualitätsdefekt bedingt sind. So, dafür haben wir natürlich die Chargenprüfung und Chargenfreigabe, die staatliche Chargenfreigabe in Deutschland. Dann natürlich dann Fehler bei der Impfung, also dass eben das Handling, die Lagerung, die Anwendung nicht adäquat war. Dann haben wir natürlich Reaktionen, die angstbedingt sind, also ich sag mal Synkopen. Aber was uns sehr viel mehr beschäftigt, sind völlig koinzidente Ereignisse, die einfach zeitlich zufällig nach der Impfung auftreten und die, weil sie zeitlich eben nach der Impfung aufgetreten sind, in einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung gebracht werden. Und das ist manchmal nicht leicht zu erklären, dass es eben, ja, wenn man geimpft ist, dass man eben dann auch ganz zufällig andere Erkrankungen bekommen kann, die man auch ohne Impfung bekommen hätte. Nächstes Bild bitte. Ja, das sind nur Beispiele dafür, dass immer wieder Hypothesen von Schädigungen durch Impfung aufgebracht werden, die dann nachher durch viele, viele epidemiologische Studien dann entkräftet werden müssen. Und Sie sehen da unten diese Zeichnung, das ist also noch die Pockenimpfung, also diese, und da geht es darum, dass also Leute, die Pockenimpfung bekommen, dann also tierähnlich werden. Und diese Angst vor Impfungen und die Hypothesen, die aufgebracht werden, die gab es also schon seit Beginn der Impfkampagnen überhaupt. Ja, nächstes Dia. Ich will das nochmal ganz kurz hier erläutern. Finde ich ganz schön dargestellt in der Publikation. Und das hier sind also die Berechnung von koinzidenten Ereignissen. Hier jetzt habe ich mal hier rausge in schwarz dargestellt, Diabetes. Und das sind Notfallaufnahmen. Und es geht darum, dass man 1 Million junger Mädchen mit einem Placebo impft. Und dann kann man ausrechnen bezüglich der Hintergrundrate, wie viele kommen denn rein zufällig nach einem Tag, nach einer Woche, nach 6 Wochen bekommen, die sind in der Notfallaufnahme wegen der Erstdiagnose eines Diabetes mellitus. Und das sehen Sie hier 4, 29, 128. Also das ist eben das, was wir diskriminieren müssen. Was ist kausal, was ist koinzident. Und das ist natürlich bei ganz neuartigen Impfstoffen dann auch durchaus manchmal nicht ganz einfach. Nächstes Dia bitte. Ja, das ist nochmal in Deutschland
das möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, das ist nämlich gar nicht so bekannt. In Deutschland haben wir eine Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz für Ärzte. Ärzte sind verpflichtet, Verdachtsfälle von Impfkomplikationen dem Gesundheitsamt zu melden und das Gesundheitsamt muss dem Paul-Ehrlich-Institut melden. Wir haben auch eine Meldeverpflichtung von Zulassungsinhabern über die EMA ans Paul-Ehrlich-Institut. Das geht elektronisch, das ist im Arzneimittelgesetz dargelegt. Also ich wollte nur noch mal daran erinnern, wir haben tatsächlich, es ist gesetzlich verpflichtend, dass Ärzte melden und es ist sogar ordnungswidrigkeitsbewehrt. Nächstes Dia bitte. Ja, ich wollte noch mal jetzt darauf zurückkommen, auf die Arbeiten speziell für Covid-19 und Arzneimittelsicherheit. Und hier gibt es schon von CEPI in Zusammenarbeit mit der Brighton Collaboration auch eine Liste von unerwünschten Ereignissen mit besonderer Aufmerksamkeit. Und das ist eine lange Liste. Und Sie sehen hier, das ist publiziert, das finden Sie im Internet und finden hier auch Sie sehen hier Enhanced Disease Following Immunization und wieso ist das? Das wird da auch begründet in dem Papier. Und Sie sehen also hier dann die ganzen Adverse Events of Special Interest, die sehr stark hier jetzt beeinflusst sind durch Erkrankungen, die das Wildvirus machen. Nächstes bitte. Gut, darauf werden wir uns vorbereiten, in dem Fall über die EMA. Und wir finden allerdings, dass wir auch noch an andere Dinge denken müssen. Und das sind Autoimmunerkrankungen, wenn wir eine TH1-Antwort stark stimulieren, das ist jetzt sehr plakativ, oder auch wenn wir an bestimmte Adjuvantien denken. Und dann, deshalb habe ich da so ein bisschen ausgeholt, müssen wir natürlich auch daran denken, wie ist es denn, was wird uns denn rein koinzident gemeldet? Und dann muss man natürlich schnell reagieren und muss dann auch erläutern, ist das denn koinzident oder ist es kausal? Und deshalb brauchen wir auch hier die Hintergrundinzidenzen. Und Sie sehen, das ist jetzt also für natürlich Zielpopulationen und oder auch besonders vulnerable Populationen wie Schwangere. Darauf versuchen wir uns gerade vorzubereiten. Nächstes Dia bitte. Ja, ich wollte noch mal sagen, und die Spontanberichterfassung, also das, was ich gezeigt habe, die Meldungen über das Infektionsschutzgesetz durch Ärzte, Patienten können uns auch direkt melden. Über unsere Homepage geht das elektronisch. Und auch die Meldung der Industrie elektronisch via EMA in unserer Datenbank. Haben wir ein Problem mit. Wir haben nämlich ein Bias hinsichtlich, wenn Sie da mal auf diese vier Felder-Tafel gucken, hinsichtlich A. Also wir wissen nämlich nicht bei diesen spontanen Meldungen, wie viele Geimpfte haben gar kein solches unerwünschtes Ereignis und solche, die nicht geimpft sind, wissen wir nicht, wie viele, das wären die Hintergrundraten, haben so ein Ereignis oder kein Ereignis. Und dann haben wir noch ein Problem mit der Spontanerfassung. Das ist, dass wir ja auch gar nicht alle Ereignisse A gemeldet bekommen, sondern wir haben ja auch noch eine Untererfassung. Also es ist relativ, nicht ganz leicht mit spontanen Berichten umzugehen. Was wir machen in unserer Datenbank ist, wir machen, das sehen Sie hier, die Reporting Risk Ratio und Reporting Odds Ratio. Das heißt, wir tun einfach so, dass wir machen also sozusagen eine solche Auswertung auf Datenbankebene und schauen dann halt hinsichtlich anderer Arzneimittel, anderer Impfstoffe, wie ist es, wie häufig ist dieses Ereignis gemeldet worden und oder wie häufig ist das für diese anderen Arzneimitteln dann nicht gemeldet worden. Und daraus sehen wir dann, kriegen wir Hinweise auf potenzielle Signale. Ich sage Signale, das ist ja keine, damit können wir nicht Kausalität bewerten, sondern das muss man dann weiter untersuchen. Was wir auch machen, das machen wir relativ regelmäßig, auch gemeinsam mit der Europäischen Arzneimittelagentur, auch im Verbund mit den anderen europäischen Behörden, haben wir da eine Aufgabenteilung, aber wir machen das hier im Paul-Ehrlich-Institut auch. Das ist ein fester Algorithmus unserer Datenbank. Das nächste bitte. Jetzt wieder.
Ja, Observed Expected Analyse habe ich schon gesagt. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Tool, um neue Sicherheitssignale zu detektieren. Und hier vergleicht man eben die Anzahl der gemeldeten Fälle mit denen, die wir eigentlich erwarten würden in einem bestimmten Zeitintervall. Ja, dieses Zeitintervall sollte natürlich eine biologische Plausibilität haben. Und wir müssen natürlich dann die Hintergrundrate wissen, also dieses unerwünschten Ereignisses, das wir beobachten. Das nächste bitte. Ja, jetzt, da ist irgendwann eins übersprungen worden, aber das macht nichts. Können Sie noch mal eins vorgehen? Weiter? Nein, nach vorne noch mal. Ja, das ist nur, dass wir solche, die wir erwarten, sind natürlich die Fälle, ich kann das zusammenfassen, die wir in der geimpften Population sehen, unter Berücksichtigung der Hintergrundrate, also der Inzidenz. Und da die Inzidenzen aber häufig ja auch altersabhängig sind, also ich sage mal, Guillain-Barré-Syndrom nimmt die Inzidenz mit dem Alter zu, müssen wir auch das berücksichtigen, eben die unterschiedlichen Altersgruppen in unserer geimpften exponierten Gruppe. So, und dass die statistische Interpretation ist dann, haben Sie dann gesehen auf dem Dia vorne, wenn observed größer als expected ist, dann habe ich ein Signal, wenn das denn statistisch signifikant ist. Aber das heißt eigentlich, dass ich nur weiter untersuchen muss. So, was machen wir noch? Ich bin auf Routine-Pharmakovigilanz bereits eingegangen. Wir machen natürlich auch noch eine aktive Überwachung, sollte es denn Covid-19-Impfstoffe in der breiten Anwendung geben. Und das ist, dass wir natürlich Protokolle machen und wir überlegen, wir haben ja gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum eine App entwickelt, die wir in einer Pilotstudie mit Influenza getestet haben. Auch hier überlegen wir natürlich, wie wir das nutzen können, was wir schon gemacht haben. Wir brauchen flexible Studiendesigns und wir wollen also eine Kohorte von Impflingen hinsichtlich der Sicherheit nachverfolgen und wir versuchen auch retrospektiv basiert elektronische Versichertendaten auszuwerten. Ja, die Effektivität, es ist wichtig, die Effektivität natürlich zu bewerten und das hat das Robert-Koch-Institut ja auch 2009, 2010 in der Pandemie gemacht. Und ich habe schon den Punkt des Enhanced Disease, habe ich schon hervorgehoben. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir die Impfüberwachung machen, also dass wir wissen, wie viele Personen sind geimpft und das Impfmonitoring ist ganz essentiell. Auch da müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Das ist noch ein bisschen vorläufig, es ist jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber das sind natürlich alles noch Dinge, die noch im Fluss und in der Diskussion sind. Nächstes Dia bitte. Okay, also das können Sie auch bitte durchklicken. Also ich komme jetzt auch schon zum Ende. Sollten wir Covid-19-Impfstoffe breit anwenden, dann ist klar, dass wir natürlich Herausforderungen haben und wir müssen bedenken, dass wir große Kohorten möglicherweise impfen, dass wir Subpopulationen haben, möglicherweise in unbekannter Größe und auch mit verschiedenen Grunderkrankungen, mit Confounding. Uns werden unerwünschte Ereignisse im zeitlichen Zusammenhang, nicht unbedingt im ursächlichen Zusammenhang berichtet. Und es ist dann wichtig, dass wir im Paul-Ehrlich-Institut hier auch rasch untersuchen können, ist es denn wirklich ursächlich oder ist es koinzident und dass wir das auch kommunizieren. Denn, und das ist also eine schöne Abbildung von Bob Chen, das ist ganz wichtig, dass wenn man ein Impfprogramm hat, dass die öffentliche Unterstützung in dieses Impfprogramm nicht irgendwie negativ beeinflusst wird. Und das ist hier so ein schematisches Beispiel von Bob Chen, der gezeigt hat, also wir haben eine Erkrankung und die Inzidenz ist hoch, dann gibt es einen Impfstoff und die Impfstoff
Die Durchimpfungsrate nimmt zu und damit bekommen wir automatisch natürlich auch unerwünschte Ereignisse gemeldet, also im ursächlichen, aber auch durchaus im kausalen, also im ursächlichen, aber auch im koinzidenten, zeitlich koinzidenten Zusammenhang mit der Impfung. Und wenn das nicht adäquat und rasch untersucht wird, dann kann es durchaus zu einem Verlust des Vertrauens der Bevölkerung kommen. Und es kann damit auch zu einer Abnahme der Durchimpfungsrate kommen und zu einem erneuten Ausbruch. Wir haben das gesehen. Wir haben Erfahrungen in Deutschland, ich muss sagen, mit HPV-Impfung, aber wir haben auch Erfahrungen in anderen Ländern mit Masernimpfung in verschiedensten Ländern, wo dann tatsächlich, also auch Gerüchte, Autismus und Masernimpfung zum Beispiel, durchaus zu einer Abnahme der Durchimpfungsrate und zu einer Zunahme der Wildvirusinfektionen geführt hat. Und das müssen wir durch eine gute Kommunikation und durch rasche und gute Untersuchungen von potenziellen Signalen versuchen, ja, nicht aufkommen zu lassen. Nächstes Dia bitte. Das ist dann mein letztes. Also ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, Postmarketing-Überwachung. Wir haben jetzt hier ja nun wirklich einen Public Health Need und das ist dringend. Wir sind in einer Pandemie und was wir sehen ist, dass also der Prozess der Impfstoffentwicklung dramatisch verkürzt wird, wegen der Technik und auch wegen Vorarbeiten. Was ganz wichtig ist bei der breiten Anwendung ist, dass die zuständigen Behörden die Effektivität und die Sicherheit dieser Impfstoffe und zwar produktspezifisch untersuchen, damit wir eben zeigen können, dass das gute, das Benefit, das Nutzen- und Risikoprofil, das positive Nutzen-Risikoprofil, dass das eben erhalten bleibt. Das wird ja mit der Zulassung sozusagen ausgesprochen und wir wollen halt danach weiter untersuchen, damit wir sagen können, es ist erhalten geblieben. Und was für uns ganz wichtig ist, ist, wir brauchen das alles ganz schnell. Wir müssen natürlich rasch Antworten geben und das ist für uns derzeit noch, das ist schwierig. Wir haben eine außergewöhnliche Situation. Wir brauchen außergewöhnliche Lösungen und wir brauchen auch die Unterstützung aller der Akademie. Wir brauchen viele Studien, weil nur dann können wir ein gutes Bild bekommen und wir brauchen viele gute Studien. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. So, und wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Frau Keller. Das war ein Ritt. Bin ich eigentlich? Ja, Sie hören mich, ja. Was mir aufgefallen ist, und dann können wir gleich zur Diskussion kommen, aber ich darf jetzt doch was sagen, so aufgepasst auf Ihre Folien. Wir als Medizinstatistiker und Epidemiologen, wir müssen uns schon viel abverlangen, weil wir sonst gar nicht verstehen können, worum es geht. Also die Auseinandersetzung mit diesen Immunantworten, mit den Zellen, mit die, was man da jetzt hat, mit Molecular Design und dass man ein bisschen besser versteht, was die Andockstellen sind und dass es da neue Impfstrategien gibt und dass man dann RNA-basierte Impfstoffe hat. Das ist viel, aber sonst können wir, also was Sie gemacht haben, uns versucht zu erklären, was sind also durch die Impfung möglicherweise ausgelöste unerwünschte Effekte, die dann wieder das Durchsetzen so einer Durchimpfung schwer machen, weil eben Gerüchte kursieren. Wir müssen das schon versuchen zu verstehen, um auch methodisch rangehen zu können, wie man das nachweisen wird. Und da denke ich, brauchen wir eben die Tierversuche auch ganz dringend. Wenn ja, Sie dazu was sagen wollen. Ganz kurz dazu, also ich bin jetzt kein Spezialist für die Präklinik, aber es ist ganz, also es ist wichtig, einfach mal zu schauen, welche Tierversuche sind denn wirklich aussagefähig. Also das ist ja immer wohl der Punkt. Aber ich bin kein Spezialist diesbezüglich. Ja, es ist eine Menge zu tun, würde ich sagen. Ja. Es ist offen zur Diskussion und ich verschwinde mal ganz kurz.
Marlies, könntest du das machen? So, Moment, Video starten. So, ja, es sind jetzt 38 Teilnehmer hier. Ich denke, wir müssen das nicht so ganz formal gestalten. Das hat bei den letzten Malen ganz gut geklappt. Wer sich zu Wort meldet, schaltet sich das Mikro einfach ein. Ich denke nicht, dass da viel durcheinander läuft. Vielleicht vorab noch, im Chat ist hier was angekommen. Das können sich alle ansehen. Da gibt es Hinweise auf eine Twitter-Meldung von Frau Hart und neue Kontaktdaten. Vielleicht, Frau Hart, ja, möchten Sie vielleicht erklären, worum es sich dabei handelt? Passt das jetzt oder sollen wir erst die Diskussion jetzt zu dem Vortrag machen? Eine Sekunde, aha. Eine Sekunde. Ja, die warten wir doch mal ab. Ich muss immer erst ein bisschen umbauen hier. Viele kennen mich ja über die Fachgesellschaften und vom Kolloquium. Ich habe im letzten Jahr immer die Vorträge des Kolloquiums auf Twitter angekündigt. Jetzt bin ich kurz vor dem Shutdown nach Hannover gewechselt und konnte nicht mehr so gut das begleiten und habe jetzt aber diesen Vortrag und auch die Vorträge, die jetzt diskutiert werden sollen, gemeinsam einfach mal auf Twitter eingestellt. Das haben sich jetzt auch durch die kurzfristige Meldung noch einige Leute in den Vortrag eingewählt. Genau, also es geht nur darum, dass das auch ein bisschen sichtbarer wird und nicht nur so eine sozusagen in kleinen Berliner Kreisen verfolgte Session ist. Okay, ja, gut, vielen Dank für den Hinweis. Wir können ja den Chat dann mit hochladen auf die Seite der FU, Veterinärmediziner. Dann haben wir den Link auch nochmal. Da waren ja noch weitere Sachen angegeben. Ne? Ja, okay. Gut, dann denke ich, wären jetzt inhaltliche Fragen zu dem Vortrag von Interesse. Wer hat, Sie können sich selbst die Stummschaltung aufheben. Sie können sich selbst das Mikrofon anstellen und auch das Video. Wegscheider. Karl? Ja. Hallo Karl. Hallo. Hallo Karl. Ich hätte eine Frage zu den klinischen Studien. Wir brauchen ja genügend hohe Expositionsraten in diesen Studien. Sonst kann ja eigentlich keine Prüfung der Effektivität der Impfstoffe erfolgen. Ich sag mal, wir haben ja jetzt angenehmerweise eine Phase relativ niedriger Inzidenzen, die schwanken ja eventuell sehr stark in Abhängigkeit vom Pandemieverlauf. Wie wollen Sie damit umgehen in den klinischen Studien? Also es ist so, dass zum einen sind die Studien, die geplant sind, sehr umfangreich, also von der Fallzahl her sehr umfangreich. Und das andere ist, dass natürlich die Sponsoren schauen, wo gibt es denn eine Erkrankungsrate, eine Inzidenz, die doch etwas höher ist. Ja, also klar, Deutschland ist jetzt vielleicht für eine Phase 3, bietet sich derzeit nicht mehr primär an. Aber man kann natürlich gucken, in welchen Ländern kann man randomisierte, kontrollierte Studien machen, die also dann eine etwas höhere Inzidenz der Erkrankung haben, sodass man das dann dort vielleicht auch machen kann. Aber grundsätzlich haben Sie jetzt schon ein Kardinalproblem angesprochen. Aber ich kann dazu noch nicht sehr viel sagen, weil das ist, also ich, erstmal bin ich Pharmakovigilanzmensch und zweitens einmal, ich glaube, es ist auch wirklich noch in der Diskussion, was passiert denn, wenn das einfach nicht mehr möglich ist, die Wirksamkeit in randomisierten, kontrollierten Studien dann zu untersuchen. Also wenn ich kann dazu sagen, da ist ja die WHO auch mit dabei, da sind die Zulassungsbehörden diskutieren. Aber derzeit ist es so, dass wir doch, dass Phase 3 Studien geplant sind. Also da möchte ich vielleicht noch beitragen, zumindest was die unerwünschten Effekte anbelangt, aber sogar was die Effektivität anbelangt, dieses Dogma, dass Beobachtungsstudien da keine ausreichende Beweiskraft haben, das ist ja, das wackelt ja ganz schön, wenn man sich sieht, welche Bemühungen es gibt, also mit Causal Inference da mit besseren Methoden ranzugehen, wenn man zeitliche Bezüge findet
Und von daher denke ich, es wird wahrscheinlich nicht ohne Beobachtungsstudien gehen. Also ich denke, die werden nach der Zulassung sowieso kommen. Wir möchten ja sagen, also wir möchten ja auch zeigen, bei der breiten Anwendung auch in bestimmten Subpopulationen, dass Nutzenrisiko weiterhin positiv ist. Das wollen wir ja auch zeigen. Ja. Die Untersuchung hört sicherlich nicht auf mit der Zulassung. Aber klar, man muss dann auch nach der Zulassung, man muss auch über unkontrollierte Studien nachdenken. Nach Situation. Ich wollte noch mal fragen, wenn jetzt gibt es noch Interesse an direkten Fragen, nur direkt zu Frau Keller, oder wollen wir zumindest jetzt mal Herrn Ruppert einladen? Ich weiß gar nicht, wer sonst noch von den ehemaligen Vortragenden da ist. Vielleicht direkt auf Ihren Vortrag noch was zu sagen. Reinhard, hier ist noch eine Frage von dem Uli. Und zwar, ja, nach Zulassung halt, ja, dann ist die Frage, wo wird dann so ein Impfstoff dann halt angewendet? Eine Antwort lautet aus dem US-Präsidialamt, diejenigen, die am ehesten und am schnellsten bezahlen halt. Hat man sich denn im Paul-Ehrlich-Institut darüber auch Gedanken gemacht, über den Einsatz, wenn mal ein Impfstoff zugelassen ist, in so einer komischen Situation wie zurzeit, was dort rationale Strategien sind? Da muss ich auf die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut verweisen. Die Impfempfehlungen in Deutschland normalerweise, also außerhalb von Pandemien, gibt die Ständige Impfkommission. Und sie hat ja auch 2009 in der H1N1-Pandemie auch Impfempfehlungen gegeben. Es wird aber auch internationale Empfehlungen geben, davon gehe ich aus, von der Weltgesundheitsorganisation. Herr Ruppert, darf ich Sie einladen? Ich muss mich natürlich erstmal wieder anschalten sozusagen. Ja. Natürlich, Frau Kerkenschneider hat voll ganz recht, das wird sicherlich über die WHO sehr viel laufen. Und wir sehen ja, dass verschiedene Länder, auch Europa im Konzert mit mehreren Ländern, sich auch schon Impfdosen in Anführungszeichen gesichert haben. Also da sehen wir schon, dass es auch sehr breite Impfprogramme in irgendeiner Form gibt. Und ich glaube, da wird schon ein bisschen was passieren. Und nochmal auf die Frage, die vorhin mal kurz gestellt wurde, wegen den klinischen Prüfungen. Also wenn wir uns jetzt angucken, bei den geplanten Phase-3-Studien, so wie ich sie gesehen habe, sind immer USA und Brasilien dabei. Oh Wunder, weil die natürlich wirklich gute oder hohe Zahlen der Neuinfektion haben. Und natürlich macht es mehr Sinn, eine große Patientenzahl auch in den Ländern dann zu haben. Genau diese Frage, die vorhin der eine Kollege gestellt hatte, ich glaube, es war der Herr Scheider, da wird man sich natürlich wirklich drauf fokussieren müssen, um da wirklich auch so einen gewissen Vergleich in der Population, in der Umgebung in irgendeiner Form zu haben. Aber unterm Strich ist es machbar. Und in der aktuellen Situation ist es machbar, ist ja eine andere Situation als zum Beispiel der MERS-Impfstoff, der ja so ein bisschen in seiner Entwicklung dann auch irgendwann gehakt hat, weil eben die Infektionszahlen dann auch nicht mehr da waren, dass man Vergleiche hat. Aber da sind wir momentan, leider muss man auf der anderen Seite sagen, bei Corona ja aktuell nicht. Zumindest in einigen Ländern nicht. Oder in vielen Ländern nicht. Kann das sein, dass alle ein bisschen sommerlich erschöpft sind oder trauen sich die möglichen Mitdiskutanten nicht? Ich habe jetzt gar nicht den Chat noch nicht angeguckt. Hier kommt doch, ich gucke gerade in den Chat, das ist vielleicht jemand, der kein Mikro hat, von iPad, von K an alle. Hört man mich? Ja, ich glaube, ne? Wird man sich alle paar Jahre impfen lassen müssen und ist der Wechsel des Impfstoffs unkritisch, ist die Frage. Ja. Die Frage kann, glaube ich, derzeit niemand beantworten. Ja. Da wird man wirklich auf die Impftiter gucken müssen in den Studien und das ist eben genau der Punkt. Und wir haben ja auch das Problem, dass wir sehen ja auch bei den Patienten, die die Infektion durchgemacht haben, in Anführungszeichen,
dass wir auch da sehr unterschiedliche Auswirkungen auch auf die Impftiter sehen. Und das wird sicherlich auch noch spannend werden. Also zum Beispiel, wenn man sich mal die Moderna-Impfstoffstudie anguckt, die versuchen ja sehr stark über den Vergleich mit Patienten, die Corona schon hatten, zu arbeiten in einigen Bereichen. Und da wird sicherlich auch noch sehr spannend werden, wie das wirklich voranschreiten muss. Aber was Frau Stellkeller schon gesagt hat, keiner wird es momentan wirklich sicher beantworten können. Und da wird man einfach, dafür brauchen wir einfach die Forschung. Wir wissen auch noch viel zu wenig über die T-Zell-Immunität. Ja, also selbst wenn die neutralisierenden Antikörpertiter abnehmen, so haben wir ja immerhin auch noch, ne, hoffe ich, wird eine starke T-Zell-Immunität angeregt und Interferon-Gamma und so weiter. Und das ist natürlich auch interessant, dass wir darüber noch mehr lernen müssen. Also ich will sagen, ne, die neutralisierenden Antikörper sind vielleicht nicht alles. Ja, ich denke, das ist das Spannende, dass wir im Augenblick auch noch sehr viel über die Immunabwehr neu lernen, weil das besser weil man es doch mit modernen Methoden besser untersuchen kann. Ja. Und was mir aufgefallen ist, was ich noch vielleicht beitragen wollte, Sie hatten das ja gesagt, Frau Keller, wie wichtig es ist und dieses, die Gruppe, die also die Symptome nennt und sich darauf geeinigt hat. Wir müssen natürlich auch bei den Studien, die jetzt gehen um die Ausbreitung und schade, wir haben jetzt vom Robert Koch niemand da, aber es wird diese Söpp-Robert Koch-Studie ab September geben, wo also in drei großen Wellen an 10.000 ungefähr wöchentlich getestet wird und wir werden dann sehen, wie da Erkrankungen sind und das schließt sich dann auch möglicherweise klinische Studien in den Kliniken an. Wir brauchen eben auch genauere Informationen über den Verlauf in den Kliniken, um jetzt Risiko-Nutzen-Abwägungen machen zu können. Was ist also der Anteil von schweren Verläufen? Bis jetzt wissen wir gar nichts davon. Bis jetzt können wir zählen und bis jetzt haben wir einige Sachen, was die Pathologen gefunden haben. Aber wir müssen natürlich, wenn man das vergleicht mit den Risiken der Influenza oder mit den Risiken anderer Infektionskrankheiten, in welchem Bereich bewegen wir uns? Und da ist eine einheitliche Nomenklatur und den Versuch, zumindest in den öffentlich geförderten Studien, einen Datenaustausch möglich zu machen. Das, denke ich, hatte auch Frau Kronfing schon mal darauf hingewiesen in der Diskussion. Meine Frage ist, arbeiten Sie da mit dem Robert Koch? Machen Sie da Versuche, dass man da irgendwas einheitlich hinkriegen kann? Also hinsichtlich der Falldefinition, was ist eine schwere Erkrankung, Covid-19, habe ich ja Vorschläge gemacht. Und natürlich wird das auch mit dem Robert-Koch-Institut diskutiert, also zumindest auf Arbeitsebene. Mhm. Es ist ja immer so, wenn man etwas auswertet, muss man wissen, worüber redet man eigentlich. Ja. Und man braucht diese Falldefinition. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Und es ist nur wichtig, dass man weiß, welche wurde genommen. Und ja, Sie müssten, glaube ich, auch klinische Daten haben. Und eine Falldefinition wäre nicht schlecht. Ob Sie jetzt die eine oder andere nehmen, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber dass es wirklich konsistent gemacht wird. Ja, man muss wissen, wie man diese Variablen, die da erhoben werden, in den Studien so umrechnen kann, dass man zu einer Falldefinition kommt und dass das vergleichbar ist mit anderen Studien. Das ist ja die Hoffnung, das ist ja auch die Idee mit dem sogenannten offenen Open Science, dass man wirklich in der großen Anstrengung, weil wir viel Information brauchen, die Studien zusammenführen kann. Und also eine super Meta-Analyse macht mit Längs- und Querschnittsstudien und ich weiß nicht was, müsste einiges gehen. We are asking for contribution. Reinhard, hier noch eine Frage. Ja. Und zwar, das war der Aspekt der Variabilität dieses Virus. Vielleicht weiß man noch nicht so viel darüber, aber wenn es so ähnlich wie bei der Influenza halt läuft, dann sieht es ja so aus, dass dann irgendwie jedes Jahr wieder irgendwelche Mischungen oder bestimmte Typen von dem Influenza-Virus dann ein spezieller Impfstoff entwickelt werden muss.
Und wenn das gut gelingt, dann ist der Erfolg der Impfung sehr hoch. Aber es hat auch Beispiele gegeben, wo das irgendwie nicht so gut läuft. Und dann war die Anzahl der Influenza-Toten dann auch wieder deutlich höher. Kann man so etwas hier auch für diese Coronaviren irgendwie schon eine Aussage dazu machen? Ich glaube, das würde jeder sehr gerne tun, eine Aussage treffen. Aber ich glaube, dazu muss man wirklich auch noch ein bisschen auf die Forschung warten. Und weil Sie eben auf die Grippeimpfstoffe hingewiesen haben, das ist natürlich auch immer so, da muss man irgendwann im Jahr, und das macht man dann eben über die WHO, auch festlegen, welche Subtypen in diesen Impfstoff in irgendeiner Form reingehen. Da gibt es dreifach, vierfach Impfstoffe. Und wir hatten ja schon die Situation, dass wir dann teilweise Pech hatten, dass wenn sie nur den Dreifachimpfstoff, Grippeimpfstoff bekommen haben, dass dann genau leider der andere Faktor in irgendeiner Form hauptsächlich zum Tragen gekommen ist. Und das, ob es das so geben wird bei Corona, wird man auch abwarten müssen. Und man wird natürlich auch immer gucken müssen, welche Impfstoffe man dann wirklich einsetzen kann. Weil das war ja auch so ein bisschen vorhin bei der einen Frage auch ein bisschen mitgeschwungen. Also man geht ja auch davon aus, dass man möglicherweise auch die Impfstoffe wechseln muss bei Corona, weil man eben nicht jedes Jahr mit dem gleichen Impfstoff in irgendeiner Form auch herangehen kann. Also da wird man auch gucken müssen, in welche Richtung da auch die Studiendaten Informationen liefern. Herr Ruppert, ich hätte noch eine Frage an Sie. Und zwar, können Sie was sagen zur Technik der Produktion dieser Nanolipid-eingepackten RNA-Impfstoffe? Nee, ich komme leider aus dem Bereich klinische Prüfung und nicht aus dem Bereich Produktion. Da kann ich Ihnen jetzt keine wirklich gute Rückmeldung geben. Und super detailliert. Weil ich weiß, teilweise werden ja die Synthesen von solchen Dingern heutzutage wie mit einem Tintenstrahldrucker, also mit so einem Fotodrucker, werden die also die Sachen zusammengebastelt. Und nur so kann ich mir eigentlich vorstellen, dass das dann in großen Mengen produzierbar ist. Das haben ja die Tübinger behauptet auch, dass sie die Kapazität dann aufbauen wollen. Wie gesagt, da kann niemand was zu sagen. Da möchte ich den Joker ziehen und drauf verzichten, weil dafür bin ich kein wirklicher Experte, okay, sondern komme ja aus dem Studienbereich, sorry. Frau Keller, haben Sie sich das mal angeguckt? Ich muss aufpassen. Sie müssten also meine Kollegen hier im Paul-Ehrlich-Institut fragen. Aber ich glaube, ich komme auch eher aus dem klinischen Bereich und dann auch noch der Post-Marketing-Bereich. Ja. Also da will ich mich nicht auf das Eis wagen. Weil die haben ja unheimlich das Maul aufgemacht. Also die Kollegen im Heim. Die wollen, die anscheinend können sie ja große Mengen produzieren und wahrscheinlich liegt das auch an der modernen Technik. Wobei man die dann auch noch abfüllen muss. No. Ja, das sowieso. Ja, nein, ich meine, dazu braucht man aber auch Kapazitäten. Na klar, das ist alles nicht so einfach. Kann ich mir gut vorstellen. Nein, also, aber ich habe ein Interview gesehen, wo die Firma, ich weiß ja so, die Firma, wo der Hauptmit beteiligt war und die auch, wo es gewisse Interessen aus Amerika am Erwerb gab, der stand, da einer der weiß ich was, Leiter stand vor dem Neubau der zukünftigen Produktionsstelle und sprach von Impfdosen in Milliardenhöhe, die sie produzieren wollen können, 2021. Also das muss ja irgendwas Neues sein. Naja, also diese Produktion von den RNA-Impfstoffen ist sicherlich schon mal was ganz anderes als die klassischen Grippeimpfstoffe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber also wie gesagt, ich will mir jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich einfach nicht der Experte bin. Und Frau Kellerschneider, Sie hat ja auch schon darauf hingewiesen, auf die Probleme mit dem Thema Abfüllen. Auch da sehen wir ja, dass das möglicherweise auch noch ein Bottleneck werden könnte. Also man sieht, dass die Weilhersteller momentan ihre Produktion hochfahren. Wir sehen, dass es aber auf der anderen Seite natürlich auch auf den Produktionslinien möglicherweise Engpässe gibt, weil wir dürfen ja nicht vergessen, parallel findet ja jetzt auch die Produktion der Grippeimpfstoffe für die nächste Grippeimpfsaison, ja, findet ja auch statt. Da wird auch momentan produziert. Also es ist alles nicht, es kann noch viele Bottlenecks geben in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, ich glaube, alle versuchen wirklich da im Maximum zu arbeiten, um diese Bottlenecks jetzt schon frühzeitig zu adressieren, damit es eben nicht zu wirklich massiven Problemen kommt. Aber 100% ausschließen können Sie das auch eben heutzutage noch nicht.
Und noch eine Frage vielleicht, noch ein neuer Aspekt. Ich weiß, dass zum Beispiel bei AIDS auch eine virale Infektion, hat man versucht, eine Impfung dagegen zu finden, und nach meinem Wissen hat man bis heute noch keinen Impfstoff gegen eine AIDS-Infektion gefunden. Und vielleicht gibt es auch noch andere Krankheiten, wo man das ernsthaft versucht hat und bis jetzt nicht erfolgreich war. Und ja, ist die Frage, wo nimmt man die Sicherheit halt her, dass man jetzt sagt, na, wir werden schon was finden, wir laufen uns schon mal warm für die Produktion, und vielleicht erweist sich das Problem doch als wesentlich härter, wie man an anderen Beispielen sehen konnte. Ja, aber Uli, es hat ja funktioniert in einigen Fällen. Darüber hat ja Frau Keller schon berichtet. Wir haben ja schon die Phase 3. Wir haben ja, also nein, das sieht nicht so schlecht aus. Ulrike Gröntgen, es hat doch auch, gibt doch trotzdem auch die Stimmen, beispielsweise Lauterbach, der irgendwie sagt, Moment mal, also es gibt noch keinen Impfstoff, der an einer Stelle ist, von der es quasi gesetzt ist, dass er auch durchläuft, sondern viele, viele Impfstoffe sind in späteren Phasen gescheitert an Stellen, die keiner der bisherigen Impfstoffe erreicht hat. Also ich finde die Frage schon sehr berechtigt. Also definitiv, das kann Ihnen auch noch keiner sagen, ob die Phase 3 Studien erfolgreich durchlaufen werden. Also da wird man in irgendeiner Form wirklich gucken müssen, was die Studienergebnisse wirklich machen. Und ich meine, das ist jetzt sehr viel, ich meine, auch das darf man nicht vergessen, da ist auch momentan ein sehr hoher auch Publikumsaufmerksamkeit sozusagen, auch nicht wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf dem Thema, zu Recht. Und natürlich wird auch sehr, also muss ich, das sage ich, sehe ich so ein bisschen kritisch, man sieht auch, dass sehr schnell sehr viel Hoffnung verkauft wird. Und man muss eben wirklich jetzt, und ich glaube, da bin ich auch sehr froh, dass die Zulassungsbehörden das auch nochmal sehr deutlich gemacht haben, und zwar auch in der Zusammenarbeit zwischen der FDA und der EMA hier in Europa, dass man auch sehr deutlich nochmal gemacht hat, dass sie natürlich einen sehr hohen Wert darauf legen, dass diese Impfstoffe auch wirklich sicher und wirksam sind. Also ein Impfstoff, der unsicher ist, den werden sie nicht zugelassen bekommen, nur weil er in irgendeiner Form vielleicht das Grundbedürfnis nach einem Impfstoff repräsentiert. Und ein Impfstoff, der möglicherweise sicher ist, aber im Endeffekt nicht sonderlich wirksam, den werden sie auch nicht zugelassen bekommen. Also wir sollten jetzt, da muss man eben wirklich abwarten, was die Studienergebnisse sind, wie die dann durch die Zulassungen laufen. Und ich hatte vor, im Juni hatte ich auch mal einen Vortrag gehört von der FDA, die haben auch sehr klar gesagt, dass sie natürlich auch auf die verschiedenen Gegebenheiten bei den einzelnen Impfstoffen gucken werden. Also zum Beispiel, ob sie für bestimmte Gruppen mehr oder weniger geeignet sind und so weiter und so fort. Also da wird sicherlich auch noch sehr viel, sehr viel Informationsbedarf oder auch sehr viel, ja, auch Informationssammlungsbedarf über die Studien sich ergeben, damit auch eine Firma, die dann so eine Zulassung macht, auch wirklich am Schluss erfolgreich sein kann. Und wie gesagt, eine Garantie kann Ihnen heute noch keiner geben. Wie die Kollegin gerade eben gesagt hat, eine Garantie gibt das nicht. Also und natürlich könnten theoretisch alle jetzt schön in Phase 3 gelandeten Impfstoffprojekte noch theoretisch noch abstürzen. Das werden wir einfach sehen müssen. Und das kann keiner sagen. Und eine Glaskugel habe ich leider nicht. Dazu passt vielleicht auch nochmal die Frage hier von im Chat. Ja, ist wahrscheinlich schon beantwortet eigentlich. Wann rechnet das Paul-Ehrlich-Institut mit der ersten Zulassung? Und weiter, was sind die Kriterien für die Wirksamkeit? Wie bei der FDA 50%, oh Gott, was heißt jetzt VE? Weiß ich nicht, Sie werden es wissen. Vaccine Effectiveness. Ah, okay, Vaccine Effectiveness, danke. Also Sie hätten wirklich meinen Kollegen einladen sollen, ich sehe das schon. Aber ja, klar, es geht jetzt erstmal um die Impfstoffe und die Impfstoffwirksamkeit. Wir machen das ja in Zusammenarbeit und im Austausch mit der Europäischen Arzneimittelagentur und unseren Kollegen aus den anderen europäischen Zulassungsbehörden. Und mir ist nicht bekannt, dass jetzt wir uns in der EU auf einen bestimmten Wert festgelegt haben. Man muss das gesamte Paket sehen. Und Wir müssen jetzt wirklich sagen, okay, die Phase 1-2 Studien, da gibt es einige Impfstoffe, das ist eigentlich ganz vielversprechend, die haben eine TH1-Antwort gezeigt, die haben neutralisierende Antikörper gezeigt, aber es sind noch ganz viele Fragen offen und die müssen jetzt
beantwortet werden in größeren Phase-3-Studien. Und da muss Wirksamkeit und Sicherheit gezeigt werden. Und dann können wir weiter diskutieren. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Das geht an Sie, Frau Keller. Sie haben ja also diese T-Zell-Immunität erwähnt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehen diese RNA-Impfstoffe, die kommunizieren ja erstmal mit den T-Zellen. Und ist das vielleicht, kann man das vergleichen mit den klassischen Impfstrategien? Haben die das in gleichermaßen, können die das induzieren und kann man diese Wirkung auf die T-Zell-Immunität, kann man die irgendwie messen? Also man schwierig, die zu messen, würde ich sagen. Man hat Anhaltspunkte und die sind ja auch in den Publikationen dargelegt, wie man das messen kann. Und ich hatte ja auch gesagt, die Zytokine sind da auch wegweisend. Und es ist ja so, dass auch andere Impfstoffe, die klassischen Impfstoffe, auch T-Zell-Immunität machen. Ja? Mhm. Das ist ja nichts Neues jetzt. Deshalb haben wir ja auch zum Beispiel Adjuvantien, also ja, unter anderem. Also, aber das ist, ich habe ja keine Glaskugel, muss ich sagen. Wir werden sehen, was diese Ergebnisse bringen. Es wird ja wahnsinnig viel untersucht und jetzt in noch größeren Studien, umfangreicheren Studien, werden wir auch wieder sehr viele Daten bekommen. Was ich gezeigt habe, die Publikationen sind ja zum größten Teil auch nur Zwischenberichte. Also diese Studien laufen ja noch weiter. Die Prüfteilnehmer werden ja auch noch über einen längeren Zeitraum nachverfolgt. Also wir kriegen noch ganz viele Daten. Und ich selber kann nur das sagen, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe. Und wir werden sehen, was dann die weiteren Studiendaten, also die Nachverfolgung der Versuchspersonen und aber auch die Phase-3-Studien, was das noch alles geben wird. Und dann werden natürlich noch viele andere Impfstoffe auch noch kommen. Also ich hatte ja auf Subunit-Impfstoffe hingewiesen. Also es gibt nicht nur mRNA-Impfstoffe oder RNA-Impfstoffe, es wird auch noch ganz andere Plattformen geben, die eben auch noch Studien machen. Ja, danke. Manchmal muss man doch warten, dann kommen doch noch gute Fragen. Ich habe jetzt noch gar nicht in den Chat geguckt, Marlies. Ist da noch, haben wir da noch was? Nö, da ist jetzt nichts gekommen. Das war die Frage, die ich gerade vorgelesen hatte, die auch beantwortet wurde. Der Teilnehmer hat sich bedankt. Ich nehme an, er hat kein Mikro und kann sich nicht selbst dazuschalten. Schreibt halt. Uli, wie ist es mit dir? Weil es ist ein heißer Sommertag. Wir müssen jetzt nicht bis zum bitteren Ende. Es ist auch 6:30 durch. Also. Ja, ja. Na, wir haben ja bis 7 angekündigt. Ja, müssen wir aber doch nicht. Müssen wir nicht. Also ich, wenn es kein Bedürfnis gibt, ich würde gerne 3 Sätze noch zum Schluss sagen. Liebe Frau Keller, heute habe ich gesehen, haben wir alle gesehen, ja, das ist ganz schön komplex und kompliziert, sowohl was die Wirkung wie die unerwünschten Wirkungen bei einer Impfung anbelangt. Und man muss es alles gut kommunizieren, damit nicht irgendwelche Verschwörungstheorien rumgeht und die Leute sich deshalb nicht impfen lassen. Aber das Impfen ist eigentlich eine tolle Sache, wenn es geht. Und wenn man dann Nutzen-Risiko abschätzt, wäre es gut, dass... Was wir das letzte Mal gesehen haben, ist, Herr Ruppert, und wie viele Initiativen es eigentlich in Deutschland und wie viel Kreatives auch zu Arzneimitteln, die also womöglich das Virus daran hindert, da irgendwie sich so gut zu verbreiten, was da alles auf dem Weg ist und dass die Behörden auch sehr schnell reagiert haben. Und wir haben eben bei Hölscher gesehen, dass diese ganzen Nachweis von Antikörpern, dass man das also in großem Stil machen kann, in Beobachtungsstudien, sogar mit Selbstbeprobung. Und auch da ist in den 9 Wochen, seit wir jetzt unser Kolloquium haben, sehr viel passiert. Und naja, Herr Rentel und ich und die alle anderen, die da auf unserem Paper mit draufstehen, was jetzt als Diskussionspapier des sozioökonomischen Panels erschienen ist, wir freuen uns auch, dass wir also tatsächlich für Deutschland eine repräsentative Studie über die Verbreitung
des Virus laufen haben und die wird über längere Zeit gehen und die beginnt im September. Und ich freue mich, dass so viele teilgenommen haben und ich freue mich, dass wir uns getraut haben, das zu machen. Hat ja geklappt halbwegs. Und bei Ihnen, liebe Frau Keller, und bei Herrn Ruppert und bei allen Teilnehmern bedanke ich mich ganz herzlich. Ich glaube, wir könnten die Sitzung schließen. Ja, es kommen gerade jetzt hier noch Meldungen. Ja, mal gucken, was ist das denn, Herr Ruppert? Genau, er schickt uns eine Webseite. Es kann ja jeder sehen. Das sind ja Nachrichten an alle im Chat. Und ja, jetzt vielen Dank, sehr informativ. Das kann ja jetzt jeder lesen. Vielen Dank, weiterhin gutes Gelingen. Naja, das war der letzte Termin heute. Ja. Marli, Marlies, liebe Marlies. Ja. Vielleicht noch eine Bemerkung von mir hier. Wir haben ja noch also das Thema Multidisziplinarität auch draufgeschrieben. Mhm. Und wir haben ja einen weiten, weiten Bogen gespannt von ganz formalen Sachen, von statistischen Argumentationsweisen bis jetzt also zur Beschreibung von Impfverhalten und so weiter. Viele Wissenschaftssprachen, also der Duktus war jetzt nicht so trivial alterssprachlich gehalten. Da ist es mir halt heute also schon aufgefallen, ja, meine Güte, also wenn es dann sehr in die Fachsprache reingeht, dann hört man selbst als akademisch vorgebildeter Mensch und auch mit Englischkenntnissen und so weiter, irgendwann hört es dann auf, dass man das versteht, ja. Das sind einfach so Kurzbegriffe, klar, das braucht man halt irgendwie, aber ich hatte also heute deutlich das Gefühl, Mensch, also keine Ahnung, wovon darüber geredet wird. Das macht dieser Veranstaltung ziemlich schwer und auch manchmal schwer genießbar. Lieber Uli, da darf ich was dazu sagen. Deine Domäne ist ja auch nicht die Medizinstatistik und die Biometrie, sondern deine Domäne ist die Survey-Statistik. Und ich kann nur dazu sagen, ich freue mich über jede solche, wir haben sowas immer gemacht in unserem Kolloquium und das ist dann vielleicht für die empirischen Forscher, die nicht in der Medizinstatistik unterwegs sind, auch anstrengend, was ich verstehe. Aber ich kann dir sagen, in der Zusammenarbeit und in der multidisziplinären Zusammenarbeit mit solchen Anwendern, mit Leuten, die also rauskriegen wollen, ob die Impfung verträglich ist, da kommst du nicht drum rum, da musst du versuchen, so viel wie möglich vom Fach zu verstehen, damit man sich gegenseitig unterhalten kann. Und wir tragen unsere Methoden rein und wir haben das immer gehabt, auch im Kolloquium, dass wir also, wir haben das zur Molekularbiologie gehabt, wir haben das zu allen möglichen Sachen immer wieder, wir haben das zur Genomanalyse gehabt, wir haben das zu anderen Gebieten gehabt, dass wir uns Fachleute holen, mit denen wir diskutieren können. Und das ist doch das Wichtige, dass wir das, was wir in Statistik zur Problemlösung beitragen können, dass wir das in der Diskussion und auf Augenhöhe mit den anderen machen. Und wenn jemand sagt, nee, das ist nicht mein Gebiet, dann fragt da jemand von unseren Statistikern, sag mal, kannst du das besser, hast du sowas schon gemacht? Und ich denke, darum ging es. Er fragt auch mal Mediziner, ne? Virologen. Ja. Impfspezialistinnen. Hygieniker hätten wir auch gut brauchen können, ja. Oh, wir hätten viele brauchen können. Okay. Ja. Ja. Ihr wart ja gerade schon so schön bei den Schlussworten. Ich wollte das jetzt hier nicht verstreichen lassen, ohne aus dem Kreis der eigentlich Kolloquiumsmitveranstalter auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an die drei hauptsächlichen VeranstalterInnen dieses Sonderkolloquiums loszuwerden. Ich finde das ganz toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Das wäre jetzt aus den derzeit aktiven Kolloquiumsveranstaltern einfach nicht zu stemmen gewesen, weil alle irgendwie auch so rödeln. Und es ist toll, dass ihr euch da zusammengefunden habt, um das zu machen. Danke. Nee, hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht, sonst hätten wir es ja nicht getan. Wir sind ja auch im Unruhestand so ein bisschen. Und die anderen sind ja noch aktiv, nicht aktiv. So, jetzt kommt noch mal die Frage. Dann würde ich mich anschließen. Ja.
erklären wir das. Danke. Schön. Wird der Vortrag noch online gestellt? Ja, die Aufzeichnung läuft die ganze Zeit. Wir haben jetzt zu Anfang nicht extra nochmal darauf hingewiesen, weil wir das bei den letzten Malen schon immer aufgezeichnet hatten. Ja, eigentlich muss man nur Fragen darauf hinweisen. Aber es ist auch deutlich zu erkennen, laut und deutlich, noch mehr deutlich. Ja, wir stellen das auch wieder online. Das ist zu finden wieder auf der Webseite der FU Veterinärmedizin. Was wir noch tun werden, wir können das noch gerne noch mal mit dem ganzen Mitveranstalterkreis besprechen. Also wir werden alle Vortragenden, die es noch nicht gesagt haben, noch mal anschreiben, ob sie einverstanden sind, dass nicht nur diese Aufzeichnung, damit haben sie sich ja einverstanden erklärt, sondern auch die Folien alleine auf der Kolloquiums-Homepage stehen. Und ich denke, wir sollten davon absehen, das jetzt zu verschriftlichen, weil das ist so verrückt. Das ist einfach eine Momentaufnahme und die ist gut. Und in einem halben Jahr wird jetzt so viel Forschung reingesteckt, da ist es ein ganz anderer Erkenntnisstand. Uns hat es viel Spaß gemacht. Ne, Uli? Ja, durchaus, ja. Uli, wo ist deine Kamera oder hast du nicht aufgeräumt? Doch, ich habe aufgeräumt. Komm her. Okay. So, jetzt müsste sie eigentlich. Nee, immer noch nicht. Egal. Nee. Weiß der Teufel. Männer und Technik. Okay, gut. Ja. Reinhard, du könntest das Schlusswort dann. Habe ich schon gemacht. Also, ich sage jetzt, ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer. Und den Spruch mit gesund bleiben, den mache ich nicht. Man muss es eben ernst nehmen, aber man muss nicht verschreckt durch die Gegend laufen. Das ist meine Haltung. Und mit ein bisschen Smartness und Abstand und trotzdem. Möchte ich doch noch was hinzufügen? Ja. Jetzt kommt noch mal hier die Bitte, bitte gern Bescheid sagen. Wenn der Vortrag auch online steht, dann können wir es über die Fachgesellschaften auf Twitter verbreiten. Also der Herr Vitali Belik, der hat das meistens am nächsten Tag gemacht. Ja. Das wird auf der Zoom-Cloud aufgezeichnet. Ja. Und es steht ja dann auch auf der FU YouTube-Kanal. Also in der Regel morgen, wenn er aktiv ist. Ich kann dann oder übermorgen. Schauen wir mal. Okay. Also einfach nachsehen im Laufe der Gut. Sollen wir dieses Meeting dann jetzt beenden? Wir können es gar nicht trennen beim letzten Meeting. Ne? Nee, hat so viel Spaß. Und lieber Herr Ruppert und liebe Frau Keller, auch nochmal herzlichen Dank. Okay, eine Mitteilung an die Marlies. Ich konnte mein Video nicht starten, weil es vom Horst gestoppt worden ist. Nein. In meiner Verdödeltheit, ja. Also es lag nicht an mir. Oh, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ach du meine Güte. Ja, oje. Na dann, aber jetzt, wir wissen ja, wie du aussiehst. Ja, genau. Ja. Es geht nur um die Dödeltheit. So. Alles gut. Das läuft jetzt, da müssen wir nicht mehr aufzeichnen. Okay, dann beende ich das. Tschüss allerseits. Wiedersehen. Danke. Vielen Dank.